Schönen guten Morgen, Abend, Tag oder Nacht, je nachdem, wann du gerade einschaltest. Hier ist wieder Markus aus der Zwergenfestung. Nach etwas längerer Zeit melde ich mich wieder aus dem Off. Nein, ich habe die Community natürlich nicht vergessen und ich werde der Zwergensippe auch ganz sicher nicht überdrüssig. Mein ganzer Sommer war vollgepackt mit vielen tollen und, naja, auch nicht ganz so tollen großen Projekten. Aber der nicht so pralle Sommer ist ja auch nun endlich wieder vorbei, was für mich bedeutet, dass ich wieder mehr Zeit für zwergische Themen habe. Auch ist es mir nicht entgangen, dass mir mittlerweile über 100 Personen folgen. Unbelievable, beim letzten Video waren wir noch bei ca. 75 oder 80 Personen, jetzt sind wir schon bei über 120. Als ich mit der Zwergenfestung gestartet habe, hätte ich nicht gedacht, dass ich mit so einem ultra speziellen Thema tatsächlich so viele Leute begeistern könnte. Aber ich finde es toll, ihr seid echt der Wahnsinn, wirklich. Aber ich will euch auch gar nicht so sehr zuschwallern. Heute habe ich ein neues Thema für euch, welches für einige sogar ein lang ersehntes Wunschthema war. Der Dwarf Therapist. Manche von euch kennen ihn vielleicht schon und arbeiten bereits seit langem mit ihm. Andere kennen ihn nicht oder wagen sich nicht so richtig an ihn heran, sei es aufgrund der Komplexität oder des rein englischen Interfaces. Aber hier ein kurzer Spoiler kurz vor dem Intro. Das Tool zu kennen lohnt sich definitiv. Wofür ist der Dwarf Therapist eigentlich? Der Dwarf Therapist ist ursprünglich nur ein externes Programm, welches parallel zu Dwarf Fortress läuft, mit dem du relativ übersichtlich und intuitiv die Tätigkeiten deiner Festungsbewohner steuern kannst. Aus der ursprünglichen Version ist über Jahre hinweg allerdings ein deutlich mächtigeres Tool geworden. Du kannst damit auch Tätigkeiten überwachen, den Stresslevel deiner Zwerge im Auge behalten, die besten Performer eines Berufes herausfinden, erkennen, was deine Zwerge mögen und benötigen, Krankheiten identifizieren und. Aber steigen wir mal ganz sachte in das Thema ein. Ich werde dir als erstes das Programm selbst und alle Hauptansichten kurz vorstellen. Anschließend bekommst du von mir eine Empfehlung, welche die aus meiner Sicht wichtigsten Views sind, in welche ich dann ein bisschen tiefer abtauche. Dabei dürfen natürlich auch die sogenannten Docs nicht fehlen. Ich vergleiche zudem die Konfiguration im Dwarf Therapist mit der originären in Dwarf Fortress selbst. Und am Ende gehe ich noch kurz auf die Königsklasse ein. Custom Roles, Scripting und den Optimizer. Also, los geht's! Den Dwarf Therapist bekommst du am einfachsten mit dem Dwarf Fortress Starter Pack mitgeliefert. Wenn du nicht weißt, wo es dieses gibt, schau doch einfach nochmal kurz in mein Tutorial Nummer 1 rein. Hast du bereits ein Spiel über das Starter Pack gestartet, dann schau doch einfach mal in die Reiterkarte Utilities. Etwa in der Mitte findest du den Dwarf Therapist. Mit der rechten Maustaste kannst du das Tool einfach dafür markieren, dass es immer automatisch mit Dwarf Fortress gestartet wird. Ich mache es allerdings immer so, dass ich es dann bei Bedarf, sobald ich das Spiel geladen habe, manuell aufrufe. Das geht mit einem Doppelklick. Das Programm öffnet und verbindet sich im Standard automatisch ohne weiteres Zutun mit deinem Spiel. Falls du eine Fehlermeldung bekommst, prüfe noch einmal, ob du wirklich ein Spiel geladen hast oder ob du dich eventuell nur im Hauptmenü von Dwarf Fortress befindest. Wenn du Dwarf Therapist das erste Mal öffnest, wirst du meist mit einem bunten Gitternetz begrüßt, ähnlich diesem hier. Im Menü unter File und Options können viele Dinge des Programms eingestellt werden, wie Schriftarten, Farben für Administratoren, Symbole, Gewichtungsfaktoren und so weiter. Aber die Standardeinstellung ist schon sehr gut vorkonfiguriert. Wenn du bereits einiges an Erfahrung mit Dwarf Fortress gesammelt hast, wirst du vielleicht die eine oder andere Sache in den Optionen finden, die dir das Arbeiten mit dem Tool noch etwas erleichtert. Beispielsweise Kinder und Gäste aus den Listen auszublenden. Aber ich bleibe jetzt hier mal im Standard, damit der Einstieg für dich einfacher ist. Ansonsten ist das Programm so aufgebaut, dass im Inneren des Fensters einige Hauptansichten zu finden sind, in der die Festungsbewohner auftauchen und rechts an der Seite sogenannte Docks dargestellt werden können. Letztere können aber auch eben abgelöst und als fliegende Fenster betrieben werden.
Oben zwischen Menü und der Hauptansicht gibt es die Möglichkeit, die aufgelisteten Zwerge nach verschiedenen Kategorien zu gruppieren, beispielsweise nach Alter, Geschlecht, Gesundheit, Job oder Zufriedenheit. Das kann ganz sinnvoll für eine schnelle Übersicht sein. Ebenfalls kann es besonders bei vielen Zwergen sinnvoll sein, diese zu filtern. Weißt du einen Teil des Namens eines Zwerges oder suchst einen Zwerg, der ein besonderes Material mag, dann gib es einfach oben in der Suchleiste ein und wähle einen übereinstimmenden Begriff aus. Freitexte werden aber scheinbar leider nicht übernommen. Hast du einen Filter gesetzt, wird er etwas weiter rechts aufgeführt. Ein Klick auf den jeweiligen Filter entfernt ihn wieder. Nahezu überall ist es möglich, Pop-ups zu öffnen, indem man mit der Maus über eine Fläche fährt. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten, um gegebenenfalls weitere relevante Zusatzinformationen zu erhalten. Aber kommen wir mal langsam zum Inhalt. Als erstes gehe ich mal, der Übersicht halber, die verschiedenen Hauptansichten in einigermaßen alphabetischer Reihenfolge durch. Details dazu folgen später. Die Sichten, falls ausgeblendet, kannst du oben links in der Ecke über die Schaltfläche Add hinzufügen. Fangen wir doch mal direkt mit dem vielleicht unwichtigsten an. Der View Animals zeigt Tiere, die zu deiner Festung gehören, ebenso wie deren körperliche Attribute, Gesundheitszustand, ob sie geschlachtet oder kastriert werden sollen oder ob sie derzeit in einem Käfig gefangen sind. Falls sie geschlachtet werden sollen, kannst du das in der Spalte Butcher direkt festlegen. Der View Attributes stellt, ähnlich wie bei den Tieren, die körperlichen und geistigen Attribute deiner Bewohner dar. Nur, dass es hier eben ein paar mehr als bei den Tieren sind. Unter Health sieht man den Gesundheitszustand der Zwerge. Anfangs wird hier nichts eingetragen sein, aber im Laufe des Spiels ändert sich das aller Voraussicht nach, so dass hier einige aus dem Spiel bekannte Eintragungen in Form von Abkürzungen zu finden sind. Allen vorweg natürlich Hunger und Durst. In Labors Full findest du alle im Spiel möglichen Berufe oder Betätigungen, welche hier aktiviert oder deaktiviert werden können. Labors Compact ist die Kurzform von Labors Full. Hier fehlen ein paar unwichtigere Spalten für Tierpflege, das Versorgen von Patienten mit Essen und Trinken sowie das Versorgen ihrer Verletzungen, da das ohnehin standardmäßig für alle Zwerge aktiviert ist. Zudem ist in der Kompaktansicht der Bereich des Schleppens von Gegenständen zusammengefasst, während es in Full in verschiedene Teilbereiche unterteilt ist, wie das Tragen von Essen, Steinen, Wasser oder das Begraben von Toten. Des Weiteren finden sich in der Full-Ansicht auch das Putzen, Konstruieren, Erstellen von Straßen, Betätigen von Hebeln und Alchemie wieder, welche in der Kompaktansicht nicht auftauchen. Die Militärsicht stellt eine Übersicht dar, wie gut die Zwerge in verschiedenen Kampfkategorien sind. Ebenso findest du hier die kampfrelevanten Attribute wie Stärke, Agilität, Durchhaltevermögen oder Krankheitsresistenz. Und als letztes, wie gut sie sich als Benutzer von Rüstung und Schild oder als Lehrer und Schüler eignen, sowie welche Waffen und welches Essen sie derzeit tragen. Military Alt erweitert die Military-Ansicht noch zusätzlich um eine Wertung, wie sehr sich die Zwerge für eine bestimmte Kampfrolle eignen oder wie gut sie eine Kampfart drauf haben. Die Needs zeigen die Bedürfnisse der Zwerge und wie sehr sie dadurch beeinflusst werden, was sich stark auf ihren Stresslevel auswirken kann. Generell stehen, wie an vielen Stellen des Tools und vermutlich international anerkannt, grün für gut und rot für schlecht. In Other Skills finden sich weitere Fähigkeiten, die zum größten Teil noch nirgendwo anders gelistet wurden. So finden sich hier ausschlaggebende Fähigkeiten, beispielsweise für Broker, Anführer, Unterhaltungskünstler, Ingenieure und so weiter. Zum Beispiel sind hier Absichtserkennung, Judge of Intent, Lügen und Überredungskunst zu finden, sowie künstlerische Fähigkeiten. Rolls gibt dir eine schnelle Übersicht darüber, wo du deinen Zwerg am besten einsetzen kannst oder wer sich für einen Beruf am besten eignet. In der Social Alt-Sicht findest du diverse Rollen sowie die sozialen Fähigkeiten, auf denen diese Rollen basieren. Beispielsweise ist ein gutes Selbstbewusstsein wichtig für einen Unterhaltungskünstler. Alle verbliebenen Wesensmerkmale der Zwerge finden sich in der Sicht Traits wieder. Und zu guter Letzt, in Weapons kann man erkennen, welche Waffen die Zwerge abhängig von ihren physischen Voraussetzungen mit ein oder zwei Händen oder eben gar nicht benutzen können. Im Pop-up sieht man, welches Volumen die jeweiligen Waffentypen für ein- und zweihändigen Einsatz haben
und welches Volumen der jeweilige Zwerg heben kann. Liegt der Schwellwert der Waffe also darüber, so ist er rot, was dir zeigt, dass sie nicht eingesetzt werden kann. Das waren nun schon viele verschiedene Views mit extrem vielen Informationen, mit denen man sich theoretisch schon stundenlang auseinandersetzen könnte. Alle Views haben aus den verschiedenen Blickwinkeln ganz klar eine Daseinsberechtigung, aber aus meiner Sicht kann man die Views auf 3 View-Paare begrenzen, mit denen man die wichtigsten Hauptaufgaben erledigt. Wie gesagt, meine eigene Meinung, wie ich für gewöhnlich damit arbeite. Und das stelle ich dir jetzt mal vor. Kommen wir zum ersten Sichtenpaar. Am wichtigsten ist natürlich erst einmal die Zuweisung von Berufen oder Tätigkeiten, damit es in der Festung überhaupt läuft. Um herauszufinden, wer derzeit für welche Tätigkeit aktiviert ist, nutze ich die übersichtliche Labors Full-Sicht. Hier sehe ich nicht nur farblich hervorgehoben die Aktivierung, sondern auch den Fertigkeitslevel des Skills. Zudem kann ich erkennen, womit sich ein Zwerg gerade in diesem Moment beschäftigt. Wie glücklich er ist, sein Equipment bzw. ob es vollständig ist und seinen derzeitigen Beruf, was hauptsächlich von seinem besten Skill abhängig ist. Ein Klick auf die vertikale Überschrift des jeweiligen Skills sortiert mir die besten Zwerge dieser Fertigkeit oben in der Liste ein. Das ist ziemlich effizient, so die besten Zwerge für eine Tätigkeit herauszusuchen. Fährst du mit der Maus über die Überschrift, so wird dir angezeigt, wie viele Zwerge die jeweilige Tätigkeit aktiviert haben. Ein Klick auf die jeweilige Zelle aktiviert oder deaktiviert diese Tätigkeit für den Zwerg. Keine Angst, mit dem Klick passiert erstmal noch nichts. Die Änderungen wandern erst direkt in die ausstehenden Änderungen, womit ich nun auch den ersten Dock namens Pending Changes vorstellen muss. Hier kannst du sehen, welche Änderungen bereits in Auftrag gegeben wurden. Darüber kannst du die Änderungen, nachdem du sie geprüft hast, dann endgültig an das Spiel übermitteln oder die ausstehenden Änderungen rückgängig machen. Und mit der Zuweisung von neuen beginnen. Schauen wir uns erst einmal die Pop-Ups an. Gehe ich mit der Maus über den Namen des Zwerges, bekomme ich eine riesige Infotafel angezeigt. Ein Teil der Infos sollte dir eventuell aus dem Spiel bekannt vorkommen. Hier werden die Infos nur in Blöcken etwas übersichtlicher, teils tabellarisch und teils farblich hervorgehoben dargestellt. So erfährst du nicht nur Alter und Größe des Zwerges, sondern auch sein Stresslevel, welche man im Spiel in Form von Zahlen nirgendwo herausbekommt. Zudem findest du dort seine besten Fähigkeiten, die am ehesten zutreffenden Rollen, vergangene Erfahrungen, Persönlichkeit und Präferenzen. Wenn dir das für ein Pop-up einfach zu viele Infos auf einmal sind, kommen wir doch einfach mal zum zweiten Dock, Information. Dieses öffnest du über das Menü unter Windows und Docs. Dieser zeigt dir, wann immer du mit der Maus über ein Element des Hauptviews gehst, die Informationen des jeweiligen Pop-ups verzögerungsfrei an. Und dafür muss noch nicht einmal das Hauptfenster aktiv sein. Was eine große Erleichterung ist, wenn du gegebenenfalls mit 2 Bildschirmen arbeitest und nicht immer zwischen den Fenstern von Dwarf Fortress und Dwarf Therapist hin und her wechseln möchtest. Ich erwähnte aber gerade bei dem Pop-up nebenbei die Rollen, womit ich beim zweiten View dieser Gruppe angekommen bin. Denn Labors Full geht für mich immer einher mit den Roles. In Labors Full kann ich zwar die Skill-Level erkennen, aber die Roles sagen mir, zu wie viel Prozent ein Zwerg zu einem bestimmten Beruf passt. Der Skill selbst ist dabei nur ein Teil der Gesamtwertung. Manchmal nur ein Drittel, manchmal ein Sechstel und kann von der Gewichtung her sogar jederzeit über die Option stärker oder schwächer in die Gesamteinschätzung einfließen. Andere Wertungsteile sind beispielsweise körperliche Attribute, Präferenzen für bestimmte Materialien, Werkzeuge, Waffen, andere Gegenstände oder Arbeitsumgebung. Ganz besonders, wenn ich für eine Tätigkeit noch keinen bestimmten Zwerg habe oder möglichst schnell einen Profi heranzüchten möchte, der einfach möglichst gut abliefert, ist das Mittel der Wahl, um so einen potenziellen Kandidaten zu finden. Und auch hier ermöglicht mir ein Klick auf die Überschrift, dass die nach dem derzeitigen Wertungssystem am besten geeignetsten Zwerge oben aufgelistet werden.
Ein Klick auf die Wertung aktiviert oder deaktiviert die Ausübung der Tätigkeit für den Zwerg, beziehungsweise listet die gewünschte Änderung unter Pending Changes auf. Meine View-Gruppe 2 ist für Handgreiflichkeiten gedacht und umfasst Military Alt und Weapons. In der Military Alt-Ansicht ist es ähnlich wie bei den Berufen und den Rollen. Im vorderen Teil siehst du neben dem Namen des Zwerges nicht nur, ob das Equipment vollständig ist und wie viele Kreaturen er schon getötet hat, sondern auch die Stufe der jeweiligen Kampf- oder Abwehrkategorie. Daneben finden sich die wichtigen Attribute. Vorweg natürlich Stärke für den Nahkampf und für das Tragen bzw. Einsetzen schwerer Waffen. Im nächsten Bereich findet sich dann ein Block der derzeitig angelegten Ausrüstung. Das sagt mir mit einem Blick, welchem Zwerg noch ein Ausrüstungsteil fehlt. Das ist gut in Verbindung mit einer Gruppierung oder Filterung auf den Squad, so dass man beispielsweise eine Einheit aus Nahkämpfern direkt zusammen analysieren kann. Daneben gibt es wieder die üblichen Wertungen wie bei den Berufsrollen, welcher Zwerg sich für welchen Kampfstil am besten eignet. Exakt diese Wertung findest du auch im Pop-up der vorderen Bereiche wieder, in dem die Kampfstufe angezeigt wird. Zusammen mit dem View Weapons bildet der View Military Alt meine Gruppe Nummer 2. Denn was bringt mein bester potenzieller Axt-Zwerg-Kandidat, wenn er am Ende zu schwach ist, um die Axt schwingen zu können? Also hier am besten noch einmal abgleichen, bevor man ein paar mehr oder weniger freiwillige Bürohengste in einen Nahkampfsquad steckt. Mein drittes und letztes Sichtenpaar bezieht sich auf die Gesundheit der Zwerge. Du kannst deine Berufe noch so toll durchdacht haben und deine Squads bis auf den letzten Prozentpunkt optimiert, wenn deine Zwerge verdursten, mit einem abgetrennten Bein auf dem Schlachtfeld liegen oder durchdrehen, weil sie sich weder selbst verwirklichen noch ihren geliebten Gott anbeten können. Die groben körperlichen Wehwehchen findest du in der Health-Sicht. Haben deine Zwerge ein Leiden, findest du eine der vielen Abkürzungen in der Tabelle. Die jeweils möglichen Abkürzungen sind im Pop-up zu finden und auch die Erklärung zu dem derzeitigen Befund. Wenn du aber alle potenziellen möglichen Ausprägungen und dazu passende Erklärungen sehen möchtest, rufst du dir den Doc Health Legend auf. Wenn du alle Kategorien, die wir auch in dem Health View wiederfinden, erweiterst, dann siehst du dort alle Ausprägungen der jeweiligen Krankheitskategorie. Beispielsweise gibt es unter den Brüchen alles von gebrochen über Fraktur, zusammengesetzte Fraktur und überlappende Fraktur. Wobei mir persönlich, jetzt rein medizinisch gesehen, kein Unterschied zwischen Bruch und Fraktur bekannt ist. Aber das ist ein anderes Thema. In vielen der Abkürzungen zieht es sich durch, dass eine Abkürzung, gefolgt von einer Tilde, eine leichte Version der Krankheit und mit einem Ausrufezeichen die schwerwiegendste Form ist. Gut sichtbar bei Hunger, Bluten oder Fieber. Der zweite Teil des Gesundheitspärchens, die Needs, zeigen nicht die körperlichen, sondern die geistigen Probleme auf. So kann es beispielsweise sein, dass ein Zwerg dadurch, dass er davon abgehalten wurde, Alkohol zu konsumieren, extrem abgelenkt wird und es den anderen überhaupt nicht interessiert. Okay, das war jetzt vielleicht ein mega unrealistisches Beispiel, aber du weißt, was ich meine. Die Auswirkung reicht dabei von ungehindert über besonnen, unkonzentriert, gelassen, nicht abgelenkt, abgelenkt bis hin zu sehr abgelenkt. Bei hellgrün ist also alles gut und dunkelrot sollte dich aufhorchen lassen. Die Pop-up-Info gibt dir Auskunft darüber, wie sehr sich die aktuelle Situation auf den Gesamtfokus auswirkt. Was das angegebene Level hinter den Fokuspunkten aussagt, habe ich aber leider bisher auch nach viel Nachforschen noch nicht herausfinden können. Denn es kann sein, dass ein und derselbe Fokuswert zu unterschiedlichen Leveln führen kann. Schreib es gerne in die Kommentare, falls du es zufälligerweise deuten kannst. Die Farben und sortierbaren Fokuspunkte sind aber letztendlich entscheidend. Der Gesamtfokus wird anschließend prozentual angegeben. Hier kannst du am schnellsten herausfinden, welche derzeit deine Problemzwerge sind. Zu diesem Needs View solltest du dir aber unbedingt mal den Doc Needs ansehen. Hier werden im Prinzip genau die gleichen Dinge dargestellt, nur mit einer anderen Darstellungsweise. Im oberen Teil siehst du die Zusammenfassung für deine gesamte Nation. Die Problemkinder führen die Liste an und unten stehen die Sonnenscheinchen. Interessant ist aber die grafische Leiste, die dir auf einen Blick verrät, zu welchem Teil dein Volk aus Problemzwergen besteht. Ein Klick auf die jeweilige Ablenkungskategorie filtert die Liste im Hintergrund.
Gleiches gilt, wenn du eine Stufe tiefer gehst und dir ein auffälliges Bedürfnis im Detail ansiehst. Diese Filter können bei Bedarf sogar kombiniert werden, wenn du den Haken unten im Dock setzt. Du siehst also schon, dass allein diese drei Gruppen über die insgesamt 6 Views schon sehr mächtig sind und wirklich viel bewirken können. Dein Spiel wird also in Sachen Effizienz auf ein ganz neues Level gebracht. Machen wir doch jetzt einfach mal einen kurzen Effizienzvergleich. Ich möchte beispielsweise einen neuen großen Teil ausheben lassen und brauche entsprechend ein paar Bergleute. Die 5 besten, wenn irgendwie möglich. Ich setze jetzt mal voraus, dass die Werkzeuge, also in diesem Fall Spitzhacken, in ausreichender Menge vorhanden sind. In Dwarf Fortress muss ich jeden einzelnen Zwerg erst einmal in der Welt oder über das Unit-Menü suchen, ihn auswählen, in seinen allgemeinen Infos schauen, wie gut sein Skill ist, gegebenenfalls noch in seinen Gedanken prüfen, ob Präferenzen bezüglich Metalle oder Spitzhacken vorhanden sind und in die Job-Einstellung gehen und Mining auswählen, was sich zum Glück nicht noch in einem Untermenü befindet. Also jetzt nochmal die Tastaturkürzel zum Mitschreiben: V, G, B, plus, minus zum Scrollen, Z, Enter, lesen, 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 Escape, Escape, P, L, plus, minus für die Skill-Auswahl, Enter, Escape. Damit hätte ich jetzt schon mal einen von 5 Zwergen eingesetzt, wobei ich immer noch nichts zu seiner Stärke oder Arbeitsmoral weiß und ob er zu den Top 5 Zwergen gehört. Gleiches nun im Dwarf Therapist. Rolls, nach meiner sortieren, die Maus über die ersten 5 Positionen ziehen, Änderung bestätigen, fertig. Die besten 5 Zwerge sind bereit zum Arbeiten. Und ich habe noch bei der Bestätigung der Änderung gesehen, dass es bei einigen Zwergen einen Konflikt zwischen dem Holzhacken und Bergbau gab. Gehen wir mal die verbleibenden Docks durch. Der Dock Dwarf Details zeigt alles an, was der Pop-up zu einem Zwerg und einigen Sichten zusammen über einen Zwerg enthüllen. Nur eben in sehr komprimierter Form. Beispielsweise kann man hier den genauen Stufenfortschritt aller Fertigkeiten als Fortschrittsleiste sehen, was das Ablesen um einiges einfacher macht. Aber auch körperliche Attribute und Persönlichkeit sind hier als Zahlenwerte ablesbar und halten noch eine Beschreibung zum aktuellen Wert bereit. Im nächsten Tab werden alle Rollen aufgeführt, für die der Zwerg in Betracht kommen könnte. Im Pop-up waren das nur die ersten 3. Und die beiden letzten Tabs zeigen die persönlichen Präferenzen und Gesundheit an. Nicht zu vergessen sind hier die allgemeinen Infos wie Name, Alter, Beruf und Stresslevel. Der Dock Preferences stellt die persönlichen Vorlieben der Zwerge, die wir auch schon in Information oder den Pop-ups gesehen haben, tabellarisch dar. In der Tabelle erkennst du neben den möglichen Vorlieben und dessen Kategorie auch, wie viele Zwerge diese Vorliebe auch teilen oder, ganz im Gegensatz, sie hassen. Nach diesen Vorlieben kann die gerade aktive Ansicht gefiltert werden. Beispielsweise möchte ich wissen, welche meiner Zwerge gerne draußen arbeiten, damit ich sie dort zum Beispiel als Farmer einsetzen kann. Ein Klick auf Likes Working Outdoors zeigt mir die Kandidaten an. In Emotions werden alle aus dem Dock Information textuell dargestellten Emotionen jeglicher Art aufgeführt. Die Emotionen oder Gedanken werden dabei als aufklappbare Kategorie dargestellt. Rechts neben dem Namen der Kategorie wird die Anzahl dargestellt, wie oft diese Emotionen unter den Zwergen vorkommen. Aber halt! So viele Emotionen, aber so wenige Zwerge? Hier muss immer bedacht werden, dass ein und dieselbe Emotion bei einem Zwerg auch natürlich mehrfach vorkommen kann. Eine grobe Zusammenfassung kann man dann beim Überfahren mit der Maus lesen. Hier wird aufgeführt, wie viele Bewohner positiv oder negativ davon beeinflusst werden oder wie viele es einfach nicht kümmert. Aufgeklappt gibt es dann noch eine genauere Auflistung.
Wo gab es Interesse? Wie oft wurde die Erfahrung total gefeiert? Und wie oft hat man sich gelangweilt? Die Ausprägungen können bei jeder Emotion ganz unterschiedlich zusammengestellt sein. Aber was bringen die Häufigkeiten, wenn man nicht die Persönlichkeiten dahinter sehen kann? Daher ein Klick auf die Kategorie oder die entsprechende Ausprägung und schon bekommt man die betroffenen Zwerge herausgefiltert. In Customizations können zwei Dinge getan werden. Das erste ist das Anlegen eines benutzerdefinierten Berufs. Das ist eine coole Abkürzung, um Tätigkeiten zuzuweisen. Beispielsweise möchte ich einen Zwerg haben, der sich um Verletzte kümmert, Wasser holt, sich aber nicht mit zeitraubendem Schleppen von Steinen befasst, Tote im Ernstfall auch trägt und begräbt und ansonsten auch mal durch die Festung putzt. Dazu erstelle ich eine neue Custom Profession, wähle die gewünschten Tätigkeiten aus der Liste aus . Wähle dazu noch ein passendes Symbol aus, auch eventuell mit einem Zeichen als Overlay. Gebe dem Beruf einen Namen und bestätige den Dialog. Nun kann ich einem Zwerg diese Tätigkeitenkombinationen ganz einfach in der Hauptliste mit der rechten Maustaste zuweisen. Nachdem ich die Änderungen ans Spiel übertragen habe, kann ich den neuen Beruf auch im Spiel wiederfinden. Das Kästchen Mask ist dabei dafür da, nur die selektierten Berufe zu ändern. Ist es nicht markiert, ist die Custom Profession ein komplett fertiges Tätigkeitsprofil eines Zwerges. Super Labor funktioniert übrigens praktisch genauso. Es werden mehrere Tätigkeiten zusammengefasst, hauptsächlich um Platz zu sparen. Die Zuweisung funktioniert genauso. Nur kann kein Symbol zugeordnet und keine Maskierung festgelegt werden, welche nämlich quasi immer aktiv ist. Die neue Super Labor kann aber nicht wie die Custom Profession über die rechte Maustaste zugewiesen werden und ändert auch nicht die Berufsbezeichnung innerhalb des Spiels. Vielmehr sind Super Labors dafür gedacht, eigene und schlanke Grid Views zu erstellen. Kleines Beispiel: Ich wähle ein paar Tätigkeiten aus der Lebensmittelherstellung aus und nenne die Super Labor Food Dwarf. Anschließend öffne ich den weiteren Dock Grid Views, in dem man alle bereits vorgestellten Views wiederfindet. Hier füge ich jetzt einen neuen View hinzu. Ich gebe dem View einen Namen, füge die erste Gruppe hinzu und benenne diese auch gegebenenfalls um. Dieser Gruppe können nun Spalten aus einem Vorrat von weit über 100 verfügbaren Spalten hinzugefügt werden. Unter anderem aber eben auch die neu erstellte Superlabor-Spalte. Ebenso tauchen aber auch die erstellten benutzerdefinierten Berufe auf. Nach Bestätigung wird der View auch direkt geöffnet, findet sich aber ebenfalls im Add-Menü wieder. Im neuen View tauchen aber nun die neuen Spalten wieder auf, die die Berufe zusammenfassen und auf gewohnte Weise ein- und ausgeschaltet werden können. Nur, dass eben in den Pending Changes gleich mehrere Berufe auf einmal geändert werden. Skill Legend ist genau das, was der Name schon vermuten lässt. Eine Legende, die erklärt, wie die Namen der Fertigkeitsstufen der Berufe zu deuten sind. Beispielsweise bedeutet das Präfix Skilled, dass die Stufe 4 erreicht wurde. Und Grandmaster Stufe 14, kurz vor Legendary. Der Dock ermöglicht aber ebenso auch, dass die Stufen anstatt in Zahlenwerten anhand von verschiedenartigen Symbolen oder einer Art Fortschrittsbalken dargestellt werden. Was aber ebenso auch in den Optionen des Programms geändert werden kann.
Zu guter Letzt werden im Equipment Overview Probleme mit Ausrüstungsgegenständen aufgeführt. Beispielsweise hat man einem Trupp von Söldnern eine bestimmte Uniform zugewiesen, welche spezifische Waffen oder Kleidung enthält. Von der Zuweisung allein kommt der Zwerg allerdings nicht zur Waffe. Sind diese Waffen nicht vorhanden oder noch nicht ausgerüstet, werden sie hier aufgeführt und natürlich kann die jeweilige Zeile wieder als Filter des derzeit aktiven Views verwendet werden. Jetzt haben wir schon echt viel Stoff durchgekaut. Hast du schon einen Input-Overflow oder geht's noch? Wie auch immer, das war alles noch harmlos. Jetzt wird's ein wenig tricky. Nun gibt es nämlich noch drei erweiterte Funktionen, die du vielleicht nicht direkt am Anfang und vielleicht auch überhaupt nicht nutzen wirst, je nachdem, wie sehr du dich damit anfreunden kannst. Aber sie können durchaus sehr nützlich sein. Eine davon sind eigene Rollen. Ich habe bereits hier und da Rollen erwähnt. Die Wertung einer Rolle stellt dar, wie gut sich ein Zwerg für eine bestimmte Tätigkeit eignet, abhängig von diversen Faktoren, die du dadurch nicht selbst manuell heraussuchen und bewerten musst. Dieses bewährte System kann durch sogenannte Custom Roles aber noch erweitert werden. Über das Menü Roles und New Custom Role können weitere Rollen angelegt werden. Das neue Fenster, was sich anschließend öffnet, lässt bereits erahnen, dass nur noch die eigene Kreativität die Grenze sein kann. Im rechten Teil des Fensters findet man so ziemlich alles, was eine einzelne Kreatur so ausmachen kann. Diese Attribute, Fähigkeiten, Bedürfnisse, Vorlieben und so weiter können in einer Rolle zusammengefasst bzw. verrechnet werden. Nehmen wir doch vielleicht einfach mal an, wir möchten einen Fleischer haben, welcher das zu verarbeitende Fleisch auch noch selbst jagt. Vielleicht ist das Beispiel etwas sehr aus der Luft gegriffen, aber ich denke, damit kann ich das Prinzip des Systems erklären. Einfließen würden auf jeden Fall schon mal die Fähigkeit Archer aufgrund des Fernkampfes und Butcher für die Fleischverarbeitung. So jemand sollte wohl auch mal gerne draußen arbeiten wollen, also nehmen wir aus den Preferences Outdoor hinzu. Wenn der Zwerg hinter dem Wild her ist, sollte er auch möglichst schnell und ausdauernd sein. Diese zwei Attribute, Agility und Endurance, füge ich daher ebenfalls hinzu. Für das Tragen sollte er möglichst stark sein, also kommt auch noch Strength obendrauf. Jede einzelne Eigenschaft für sich kann nochmal ganz den eigenen Bedürfnissen angepasst priorisiert werden. Agilität und Ausdauer sind sicherlich etwas wichtiger als Stärke, weswegen ich die Gewichtung der Stärke auf die Hälfte reduziere. Die beiden Fähigkeiten lasse ich aber unverändert. Die Obergruppe, also Attribute, Fähigkeiten, Vorlieben und so weiter, können selbst auch nochmal unterschiedlich stark gewichtet werden. Hiervon lasse ich aber die Finger. Für die neue Rolle denke ich mir jetzt noch einen passenden Namen aus und speichere sie ab. Jetzt müssen wir sie nur noch in eine Sicht einfließen lassen, was ausschließlich in einem eigenen Grid View passieren kann. Ich passe also meinen bereits eben erstellten Grid View an. Füge die Spalten Butcher, Hunter und meine neue Rolle hinzu und bestätige sie. Jetzt kann man schnell erkennen, dass die Eignung für meine selbst ausgedachte Rolle doch nochmal ein wenig von der für den Fleischer und den Jäger selbst abweicht. Eine weitere, etwas kompliziertere Funktion sind Filterskripte. Wenn man sich schon mal irgendwann ein wenig mit Programmierung auseinandergesetzt hat, beispielsweise mit C oder Java, dann sollte dieser Punkt ein relativ leichter sein. Falls nicht, tust du dir damit vermutlich etwas schwerer. Es ist aber an sich halb so wild. Aber ich vermute ohnehin, dass viele Dwarf Fortress-Spieler mindestens einen leichten Hang zur Informatik oder zu komplizierten Sachverhalten haben. Sonst würden wir uns vermutlich hier alle nicht wieder zusammenfinden. Filterskripte helfen dir, eine Auflistung deiner Bewohner ganz nach deinen Vorstellungen zusammenzustellen. Ähnlich wie die Filterklicks in den Docs, die die Liste der Zwerge einschränken. Es handelt sich um eine reine Binärlogik. Es gibt also am Ende des Tages bzw. Skriptes nur ein Wahr oder ein Falsch.
Auch gibt es nur ein einziges Objekt, mit dem man sich auseinandersetzen muss, welches alle nötigen Informationen bereitstellt. Und das nennt sich ganz intuitiv D wie Dwarf. Dieses Objekt stellt einige Funktionen bereit, welche entweder selbst einen boolschen Wert, also wahr oder falsch, ein Integer, also einen ganzzahligen Wert, oder ein String, das heißt eine Zeichenkette, zurückgeben. Diese Werte können dann abgefragt bzw. verglichen werden. Wenn du unter Scripting Add New Filter Script anklickst, dann öffnet sich ein neues Fenster, welches dir zum Glück viele Hilfen auf der rechten Seite bereitstellt. Die nutzbaren Funktionen, Rückgabedatentypen und Parameter werden dort alle aufgeführt. Klingt alles super kompliziert, aber das kann ich vermutlich mit dem ersten Beispielskript schon ein wenig entschärfen. Beispielsweise möchte ich fürs Schleppen von Steinen eine Liste von Zwergen haben, die sehr stark sind. Ich schaue also unter Attributes nach und finde dort die Methode Strength mit dem Datentyp Integer. Die Stärke, die wir auch im View Attributes sehen können, bezieht sich nicht etwa auf die Wertung, die wir in der Spalte sehen können, sondern auf die tatsächliche, absolute Kraft eines Zwerges. Die siehst du, wenn du mit der Maus auf den Wert zeigst. Ich möchte also nun Zwerge sehen mit einer Stärke von 2000 und mehr. Ich schreibe also links in dem Skriptbereich d.strength, Klammer auf, Klammer zu, weil es sich um eine Funktion ohne Parameter handelt, größer 2000. Unten im Fenster hast du die Möglichkeit, das Skript zu testen, was sich direkt auf die Liste im Hintergrund auswirkt und mit einer Rückmeldung, dass das Skript gültig ist, bestätigt wird. Möchte ich das Skript etwas komplexer machen und noch eine weitere Eigenschaft abprüfen, kann ich sie mit einem logischen UND oder einem logischen ODER miteinander verbinden. UND wird dabei mit zwei Kaufmanns und ein ODER mit zwei Pipe-Symbolen angegeben. Ich möchte in diesem Fall meine starken Zwerge weiter reduzieren, auf welche, die auch gleichzeitig ein gutes Durchhaltevermögen haben, damit ihnen nicht so schnell die Puste ausgeht. Die Eigenschaft dafür heißt Endurance. Da beide Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein sollen, verbinde ich die beiden Methoden mit UND. Also UND D.Endurance, Klammer auf, Klammer zu, größer 1000. Ich teste das Skript und kann nun schon direkt das Ergebnis sehen. Das Skript speichere ich mir unter einen passenden Namen ab. Danach kann ich es jederzeit unter den Filtern für jede beliebige Liste anwenden. Nun zum vermutlich kompliziertesten Thema. Zumindest aus meiner Sicht, weswegen ich es auch nicht allzu tief anschneiden werde. Mit dem Optimizer können Job-Optimierungspläne erstellt werden. Dabei gibt es viele Faktoren, die zur Entscheidung führen, wer welchen Job bekommt. Vorneweg beziehen sich die Optimierungspläne nur auf ausgewählte Zwerge in der Hauptansicht. Welche mit Shift, Steuerung oder eben Steuerung A für alle selektiert werden können. Die Anzahl der selektierten Zwerge findet man oben rechts im Fenster des Optimizers wieder. Dann müssen im Jobbereich zuzuweisende Jobs definiert werden. Oben wird definiert, wie viele Jobs ein jeder Zwerg maximal zugewiesen bekommen kann. Zu den Haulers, also den Schleppern, komme ich gleich noch zu sprechen. Erst einmal deaktiviere ich die Option Auto-Assign Haulers. Person Total Jobs bezieht sich darauf, wie viele der möglichen Jobs auch zugewiesen werden können. Im einfachen Falle hier bei 50% von 64 Zwergen mal ein Job pro Zwerg eben 32 Jobs in Summe. Im unteren Bereich der Kopfparameter können noch spezielle Gruppen ausgeschlossen werden, wie derzeit aktives Militär, definierte Squad-Mitglieder, Administratoren und Krankenhauspatienten. Alle haben je nach Situation ihren sinnvollen Einsatzbereich. Für die Erklärung lasse ich sie aber dennoch weg. Ich definiere unten nun drei Jobs: den Fischer, den Fischreiniger und den Fischsezierer. Nicht unbedingt aus logisch zusammenhängenden Gründen, sondern eher, weil die Spalten der Jobs direkt nebeneinander stehen und man es so besser verstehen kann. Auch wenn es schon zwischen Fischern und Fischreinigern ein bestimmtes Verhältnis geben sollte. Den drei Jobs sind jeweils automatisch passende Rollen zugewiesen.
Die Wertung in der jeweiligen Rolle ist ausschlaggebend, wer den Job zugewiesen bekommen könnte und wer eher nicht. Die abhängigen Rollen können bei Bedarf auch geändert werden. Der automatische Wert ist allerdings für gewöhnlich sinnvoll gewählt. Die Priorität gibt an, wie hoch gewichtet der jeweilige Job sein soll. Das heißt, wenn der Optimizer zwischen zwei etwa gleich starken Rollen entscheiden muss, dann wird eher der Job mit der höheren Priorität zugewiesen. Danach folgt das Verhältnis. Der Anteil der Summe aller kumulierten Verhältnisse ergibt am Ende den Prozentsatz, wie viele der möglichen Jobs auf den einzelnen Job verfallen. War das jetzt zu kompliziert ausgedrückt? Haben also alle Jobs das Verhältnis 1,0, dann verteilen sich die Jobs gleichmäßig auf die insgesamt möglichen Jobs. Hier also ein Drittel oder 33%. Das spiegelt sich auch hinten in der Anzahl der Worker wieder. Durch das Ändern des Verhältnisses ändert sich auch die Anzahl der möglichen Arbeiter. Ich finde es meist einfacher, die Verhältnisse so zu wählen, dass sie in Summe 1,0 ergeben, sodass man also den prozentualen Anteil direkt ablesen kann. Bei den drei Jobs ist es zur Veranschaulichung aber einfacher zu rechnen, wenn ich die Verhältnisse 2, 1 und 0,5 vergebe. Also halb so viele Fischreiniger wie Fischer und halb so viele Fischsezierer wie Fischreiniger. Die Anzahl der Arbeiter gibt aber auch schon eine Vorschau darauf, wie viele Jobs zugewiesen werden. Ein Klick auf Test Optimized weist auch direkt die finalen Jobs in der Hauptliste zu. Natürlich ohne sie schon dem Spiel zu übermitteln. Und man sieht auch schön, dass 18 Fischer, 9 Reiniger und aufgerundet 5 Sezierer zugewiesen wurden. Ändert man nun die Anzahl der Jobs pro Zwerg auf 2, wird vielen Zwergen ein zweiter Job zugewiesen, falls es passt. Während die Verhältnisse durch die Änderung gleich bleiben, verdoppelt sich die Anzahl der zu vergebenen Jobs. Das kann weiter fortgeführt werden bis zu der maximalen Anzahl an Arbeitern pro Job, was der Anzahl der selektierten Zwerge entspricht, hier also 64. Jetzt komme ich zu dem am Anfang übersprungenen Punkt Auto-Assign Haulers bzw. Haulers Percent. Ist diese Option inklusive einer 50% Einstellung aktiviert, dann könnte man meinen, dass 50% der ausgewählten Zwerge eben tragende Rollen zugewiesen bekommen. Genau das ist aber eben nicht so. Nachdem der Optimierer seine bereits demonstrierte Arbeit getan hat, wird jeder Zwerg einzeln für sich, also ganz unabhängig von allen anderen Zwergen analysiert, ob er weniger als 50% der maximal möglichen Jobs zugewiesen bekommen hat. 50% von 3 sind 1,5. Ganzzahlige Werte kleiner als 1,5 sind also nur noch 1 oder 0. Das heißt, nur wenn ein Zwerg einen oder keinen Job zugewiesen bekommen hat, darf er auch schleppen. Das können wir beim nächsten Test schnell überprüfen. Und siehe da, tatsächlich schleppen keine Zwerge, die bereits 2 oder 3 normale Jobs bekommen haben. Wenn man mit der Arbeitsweise des Optimizers zufrieden ist, kann man seinen Plan benennen und abspeichern. Dadurch erscheint im Menü ein neuer Knopf Optimize, bei dessen Betätigung auch genau dieser eben erstellte Plan ausgeführt wird. Beziehungsweise kann ein Plan ausgewählt werden, falls mehrere existieren. Wie immer müssen die neuen Jobs nach der Optimierung aber anschließend noch bestätigt werden, also kann immer ohne Gefahr ausprobiert werden. Aus meiner Sicht muss man sich schon die eine oder andere Stunde mit dem Optimizer auseinandersetzen, um die Logik dahinter zu verinnerlichen. Bei einem größeren, ausgeklügelten Zuweisungsplan kann man sich hier aber viel Arbeit ersparen, ganz besonders wenn neue Migrationswellen die derzeitige Jobverteilung etwas aus dem Gleichgewicht bringen. So, das war mein Beitrag zum Thema Dwarf Therapist. Ich habe ja auch vorher schon viel mit dem Tool gearbeitet, aber so ein Tutorial wie dieses hier zu erstellen, zwingt einen nochmals, sich wirklich tief mit der Materie auseinanderzusetzen. Dabei habe ich selbst viel mitgenommen, aber auch einige Tage gebraucht, bis ich selbst praktisch jede kleine Funktion verstanden habe. Wenn es noch Fragen, Hinweise oder Lob und Kritik gibt, bitte ich dich darum, dich wieder in den Kommentaren nach Herzenslust auszutoben. Auch auf Discord helfen wir uns natürlich gegenseitig weiter. Jeder ist herzlich willkommen. Falls du es noch nicht getan hast, freue ich mich wieder gerne über ein Abo mit Benachrichtigungsglocke und auch über einen Daumen nach oben. Was wären denn noch Wunschthemen, die du gerne gezeigt oder erklärt bekommen hättest? Ich hätte ja noch ein paar Ideen, aber ich bin auch offen für Vorschläge.
Ich hoffe, dass ich mit den nächsten Themen etwas schneller aus dem Quark komme, aber ich möchte dir mit meinem Inhalt natürlich auch eine gewisse Qualität bieten. Gut Ding will Weile haben. Ciao und bis zum nächsten Video.